Ach, das war. Das war jetzt echt fiese. Erst kämpfen, dass wir nicht runterfallen, dann Schaden erleiden und dann nochmal kämpfen, dass wir nicht runterfallen und dann schubst, sonst von den Dämon uns Schaden zufügt. Das ist so ein fieser Gegner. Ich hoffe, den müssen wir nicht so oft treffen mit dem Master mit unserem Schwert, so wie wir ihm. Oh, oh. So wie wir ihn mit dem Hammer treffen müssen, damit die Maske explodiert. Wow. Das wird gespeichert, auch wenn er da jetzt gerade eine Feuerkugel macht. Komm schon, wir haben dann immer noch eine Fee. Ich hätte vielleicht eine Sekunde warten müssen, bis der Schwanzangriff vorbei ist. Aber egal, wir haben noch eine Fee und ich glaube, wir haben ihn schon vielfach getroffen. Wie viel Schaden kann der jetzt noch aushalten? Naja. Schon noch einiges. Ja, endlich! Besiegt! Da explodiert er! Also, wir, selbst wenn wir jetzt nicht gespeichert hätten, wir hätten gewonnen. Keine Belohnung? Vielleicht solltest du die Kirche aufsuchen. Okay, wir speichern aber, dass wir ihn besiegt haben. So, und dann? Hallo? Ich konnte mein Inventar. Boah, wow, ja, das ist geil. Jetzt kann ich meinen Inventar auch wieder benutzen. Das ist sowas von geil. So, das speichern wir nochmal. So, und jetzt benutzen wir unser Buch Mudora. Falscher Knopf. Um uns zum Anfang zurück zu teleportieren. Und da ist es auch schon Nacht. Und. So, ich würde mich auch gern weiter umschauen hier. Bevor wir zur Kirche gehen oder so. Uah. Ein Herz, wie nett. Zwei hat er uns genommen, eins haben wir zurückbekommen. Aber diese verdammten Viecher. Vielleicht finden wir wieder ein bisschen was. Ja, ein Herz. Noch ein Herz. Eine Fee. So. Aua. Hier links waren wir noch nicht. Den wollte ich eigentlich mit dem Schwert schlagen. Gerade noch gesehen. Okay, wo kommen wir jetzt da rein? Hä? Der Turm! Ich weiß gar nichts darüber. Ein Juwel. Versuch's in der Höhle in der Nähe des Turms. Du kannst dich ausruhen. Geil! Ein Herz. Und ja. Irgendwie kommen wir da rein. Ich sehe aber nirgends Spalten für ein. Eine Bombe. Speichern wir wieder. Ich sehe hier auch nirgends, dass es weitergehen würde, irgendwie so. Komm, stirb. Okay, der hört automatisch ab. Der tötet sich selber.
Der springt brav in mein Schwert rein. So, schaue ich mir. Aua. Schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Hier gibt es noch eine Höhle. Waren wir da schon drin? Ah, da sind wir hergekommen. Dann schauen wir uns doch. Schauen wir uns doch da oben an. Aber erst hätte ich gern wieder volles Leben. Wow, ein Herzteil. Da oben ist ein Herzteil. Vielleicht gibt es auch irgendwo geheime Gänge? Nein. Jetzt ist Herzteil gefunden. Okay, bringt auch nichts. So. Nein, leider nichts. Eine Fee. So mache ich das. Da. Falsch. Habe ich den gerade gekillt? Sorry, war aus Versehen. Okay, da gibt es wieder eine Höhle. Und das war's dann auch schon. Wieso haben wir so wenig Leben? Okay. So, speichern wir, bevor wir da reingehen. Wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Okay. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Wow. Wir sind reich! Noch ein Rubin, gar nichts. 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 Seht ihr irgendwo Risse für Bomben? Ich nicht. Nö, ich habe keine. Nein, keine gesehen. Ah, jetzt sind wir bei dem Opa. Nee, jetzt kann ich das schon wieder alles sammeln. Wir hätten beim Opa nochmal speichern sollen. Zack. Fullscreen. Load Game. Load Game Position. Puh. Weil, aua. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Bei mir ist es ja momentan so, 40 Grad Wochenende, also das heißt, es ist der Wochenende angeblich, dass Deutschland dieses Jahr kriegen soll. Zumindest bisher, sagen es immer wieder. Und ich schwitze hier unglaublich, also das ist echt nicht mehr schön, das ist wie ein Backofen. Mein Computer ist auch wieder in Heizung und unglaublich, also... Ich kann da den Ventilator nicht anmachen, weil dann ist wieder bei Vampire's Dawn oder Witcher, bei insgesamt 10 Folgen dürfte es zu hören sein, habe ich den Ventilator nebenbei an, weil ich dachte, den hört man nicht. Pfiffcast, den hört man und der ist so unglaublich laut, man glaubt, das ist so ein sehr lautes Rauschen. So, speichern. Das ist, den muss ich also auslassen. Fenster kann ich auch nicht aufmachen, sonst hört man die Autos. Oder andere... Oder draußen Personen rumschreien oder was weiß ich alles. Und das ist wie, wirklich wie im Backofen. So, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für ein Viech ist. Ich will es auch nicht wissen. Ich töte es einfach. Ah! Ich
kann es nur töten, indem ich, wenn es gerade nicht im Körper ist. Ich gehe jetzt einfach durch, gehe wieder runter. Und falls haben wir ja eine Fee. So, ich hoffe, der bleibt da unten. Glück! Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Ah, da kommen jetzt dann wieder diese scheiß... Okay, wir speichern und wir speichern nochmal. Die blöden Viecher da. Ah, Moment mal, wir haben ja jetzt den Enterhaken. Oh, klasse. Gut, das war jetzt so nicht ganz gewollt, aber egal. Wir schubsen einfach alle runter. Boah, jetzt habe ich schon gedacht. Wisst ihr was, ich lasse jetzt einfach die Fee heilen. Wir holen uns dann, wenn wir wieder draußen sind, eine neue. Geht ja jetzt ganz einfach mit dem magischen Puder. Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Das ist ein Puder und kein Pulver. Wobei ich mich gerade frage, wo gibt es da den Unterschied? Was ist ein Pulver und was ist ein Puder? Ich glaube, Puder ist einfach noch feiner und noch... Also das sind genauso kleine Körnchen oder kleine Teilchen halt. Nur eben viel feiner und noch kleiner. Wie beim Pulver. Pulver ist, glaube ich, einfach nur sehr fein zermahlen. Und Puder ist so fast schon so klein wie möglich. Das glaube ich. Draußen! Ja! Wollte ich jetzt eigentlich nicht... Wollte eigentlich darüber. Da gibt es noch ein Herzteil. Wie komme ich denn dahin? Habe ich keine Ahnung. Kriegt man das? Da ist. Nein, brauchen wir nicht. Eine normale Vieh hätte ich gern gehabt. Aua. Ist da vielleicht irgendwo eine Möglichkeit, dahin zu kommen? Ich weiß es nicht. Gibt es sicher, wir haben sie nur noch nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, ob wir sie finden werden. Wir gehen jetzt einfach mal heim. Ich will die Krabbe töten. Oder ich töte einfach den da. Zert, aber reicht's. Dort unten müssen wir ja auch irgendwie hinkommen und ich habe keine Ahnung wie. Garantiert, da kommt man vom Schloss Jehul weiter hin. Wir sind ja schon mal von der Schlosshauptwache sind wir zum Schloss Jehul gekommen. Ich glaube, und es würde auch andersrum funktionieren. Und ich glaube genauso. Kommen wir vom Schloss Jehul zu den zwei Herzteilen da. Eine Fee. Nein, ich habe die Fee genommen. Toll, da wäre ein Herz gewesen. So ein Arsch.
So. Ah, jetzt hat. Du bist sehr schnell. Ich kann nicht glauben, dass du mich eingeholt hast. Ich erzähle dir was Gutes. Du kannst die Himmelsinseln von der Wüstenoase erreichen. Wissen wir doch schon. Idiot. Phil? Nein. Phil? Nein. Phil? Ja! Die Flasche einsperren. Was machen wir denn jetzt? In die Kirche müssen wir. Halt, Kirche geht's rechts lang. Also speichern wir hier und gehen zur Kirche. Bisschen runter und zack, Angriff! Nach oben. Angriff! Aua! Idiote! Dorfkirche! Was? Hinder! Es tut mir leid! Sie fanden heraus, dass Zelda sich hier versteckt. Bitte geh und rette sie! Vergiss das Masterschwert! Die Smiths haben zugestimmt, uns zu helfen! Geh zu ihnen! Geh danach zum Schloss und rette Zelda! Halt der Träger ein für alle Mal auf! Die haben den Pater gekillt, solche Arschlöcher. Kann ich da jetzt endlich rein? Ich will den Boomerang haben. Habt ihr es gesehen? Da sieht man sogar den Raum. Wenn ich dagegen laufe. Okay, also jetzt müssen wir Zelda retten. Die Smiths, ich glaube, das sind die bei Saria See. Holen wir. Ich glaube, wir kriegen jetzt unser neues Schwert. Aua. Puder? Herz? Ah, Fee. Oh, oder so, Herz. Moment mal, Saria See ist oben, gell? Angriff! Scheiße. Angriff! Ach komm, hä? Halt, Rubin. Gut. Wir müssen irgendwo hier links reinspringen. So. Ach, ich speichere bei denen. Nein! Das war schon zu weit links. Aua! Blödes Mistviecher. So, und bevor wir da jetzt reingehen, wird gespeichert. So wie immer. Immer wieder speichern, speichern, speichern!